1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät, bitten das zu entschuldigen, aber jetzt sind wir ja da mit einer freien Themennacht, wie immer mittwochs. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Ibrahim und ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, also das Thema bei mir ist, ich akzeptiere meinen Körper nicht. Du akzeptierst deinen Körper nicht? Ja, ich akzeptiere ihn einfach nicht. Was bedeutet das? Was heißt das genau? Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es geht einfach darum, dass ich seit meiner Pubertät eben halt, ja nicht starken, aber ich sag mal zum Teil fast starken Körperbehaarung habe. Und ach so. Mein Rücken ist davon sehr betroffen und das ist eine sehr große Belastung für mich. Und ich habe da dadurch auch schon, ja nicht Beziehungen, aber ja Kontakte wurden schon vermieden, deswegen. Ja. Also es liegt an der Körperbehaarung. Ja, genau, ja. Sonst an sich bist du mit dir zufrieden, wenn wir die Behaarung mal zur Seite schieben. Ja, wenn man die Behaarung zur Seite schiebt, ich meine, kein Mensch ist so mit seinem Körper zufrieden. Es gibt immer ein paar Stellen. Na gut, ja, aber so. Seitdem ich mal das gemerkt habe, mein Körper mit dieser Körperbehaarung, habe ich für meinen Körper nichts getan. Also weder Sport noch Jogging, etwas für meinen Körper nichts getan. Denn ich habe mir gesagt, wenn ich schon meinen Körper nicht in der Hinsicht zur Schau stellen oder nicht schwimmen gehen kann. Und muss da nichts tun. Muss ich nichts tun, habe ich gesagt. Wie groß bist du? Ich will mir mal ein Bild machen. Wie groß bist du? Ich bin 1,87. Ja, wie viel wiegst du? Ich wiege zurzeit 94 Kilo, bin wieder runter, also jetzt schon auf 94 wieder. Ja. Und ja. So, und jetzt zu der Behaarung. Wie kann ich es mir konkret denken? Der ganze Körper, der ganze Rücken ist behaart. Der ganze Rücken ist behaart. Die Pobacken sind behaart. Die Pobacken, ja, genau. Also fast der ganze Bereich eigentlich vom Körper, auch so dass ich mal das Gesicht ist ganz normal eben halt und die Hände sind ganz normal. Die Behaarung geht schon über die Schulter rüber. Was heißt, die Hände sind normal? Die sind normal, ja genau, die sind normal. Also nicht so sehr behaart? Nein, die sind nicht so sehr behaart. Nein. Mhm. Also Gesicht auch normaler Bartwuchs? Ja, normaler Bartwuchs. Mhm. Aber eben, wie sieht es mit den Armen aus? Also, ich kann mich jetzt so stark nicht mehr erinnern, weil ich die jetzt schon seit circa fast ein Jahr meine Arme schon rasiere. Ach so. Das ist schon so weit, ja, denn ich habe mittlerweile schon so einen Hass darüber schon. Also ich hasse diese Haare mittlerweile. Verstehe, lass uns nochmal zu den Beinen kommen, damit wir die auch noch besprochen haben. Die Beine sind auch dann sehr stark behaart. Ja, genau. Und Brust, ja. Brust und Bauch auch. Ja, genau. Schwarz behaart oder welche Farbe? Schwarz, genau. Liegt das in der Familie? Seid ihr so? Es gibt ja Menschen, die aufgrund, weiß ich jetzt, der Vererbung vielleicht sehr starken Bartwuchs haben oder so. Mein Vater. Ja. Ja. Mhm. Ich bin, aus der Familie bin ich das vierte Kind. Ja. Ich habe noch zwei ältere Brüder und eine Schwester. Und wie ist es bei denen? Bei denen ist es ganz anders. Also bei meinem ganz großen Bruder, der hat wirklich ganz dünn und ganz, ganz leicht, sodass ich sagen kann, hey, das ist gar nichts. Ja. Mein anderer Bruder, der hat auch fast gar nichts am Rücken. Ja. Wirklich, das im Gegensatz zu mir ist das gar nichts. Die Haare sind auch auf den Schultern. Auch auf der Schulter. Richtig oben. Auf der Schulter, ja. Rasierst du dich im Gesicht im Moment? Oder hast du im Gesicht auch einen längeren Bart? Nee, momentan habe ich so ein Ziegenbart immer. Ja. Nee, eigentlich ganz normal, ja. Ja, und die Haare, wie lang sind die geschnitten? Wie kurz sind die geschnitten? Welche Haare meinst du jetzt? Deine Haare auf dem Kopf, meine ich, die Kopfhaare, meine ich. Ach so, die sind normal, mittel geschnitten, ja, genau, ja. Du sagst also gerade, du schämst dich deshalb sehr und du ziehst dich zurück. Ja, was heißt das beispielsweise bezogen auf Frauen, auf Beziehungen? Hattest du schon mal eine Beziehung? Ich hatte eine Beziehung mit zwei Frauen in meinem ganzen Leben, ja. Und das war mit zwischen meinem 16. und 18. Lebensalter war das. War das da auch schon so schlimm mit den Haaren? Ja, das fing schon sehr früh bei mir an, ja. Wie lange hielten diese Beziehungen an? Wie lange dauerten? Nicht lange. Die erste, glaube ich, ging fast
eine Woche, die zweite glaube ich erst drei Tage oder so. Ja. Ist es da überhaupt zum Sex gekommen mit den Frauen? Es ist zum Sex gekommen, ja. Und du hast dich dabei geschämt? Ja, auch, denn ich habe immer versucht eben halt, das nicht zu zeigen. Also ich habe meistens dann immer auf dem Bett gelegen, eben halt immer den Rücken verdeckt, sodass es ihm halt nicht sehr stark auf... Ja. Du bist jetzt 23, habe ich gesagt. Ich bin 23. Das heißt, ich brauche gar nicht fragen, ob du im Sommer an einen Badesee gehst oder in ein Schwimmbad. Vermutlich ja. Ja, schon seit, ja, das letzte Mal, ich glaube, als ich 13 oder 14 war, in der Schule, wo das immer noch nicht so angefangen hat. Aber ich bin in vielen Sachen eingeschränkt. Im Sommer, ich kann nicht spontan rausgehen. Wenn Freunde sagen, Mensch, ey, komm, lass mal schwimmen gehen oder mal in Sauna oder so, da muss ich immer zurückpassen und sagen, ey, tut mir leid. Ja, stimmt, Sauna geht auch nicht. Ja. Das geht gar nicht, nee. Die Arme rasierst du immer, das heißt, wenn du ein kurzes T-Shirt anziehst oder so, dann sieht man das nicht so sehr. Aber alles andere ist dann ein Problem. Was machst du vom Beruf? Vom Beruf bin ich momentan leider, mache ich gar nichts momentan. Ich bin erst neu weggezogen und ich bin angelernter Tischler. Ja. Und wie gesagt, ich warte jetzt noch eben halt, dass ich vom Amt, sage ich jetzt mal, eine Zusage oder schulische Ausbildung, wie man sich weitermachen kann. Ja. Nun gibt es ja bei vielen vielleicht nicht, aber das Problem ist doch durchaus auch verbreitet, dass Menschen eine zu starke Körperbehaarung haben. Ja. Hast du dich denn schon mal mit einem Hautarzt unterhalten zum Beispiel? Hast du dich im Internet schlau gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe mit dem Hautarzt mich schon mal unterhalten. Ich wurde vom Hausarzt hingeschickt und der hatte mir dann eine Adresse gegeben, glaube ich, irgendwie in Oldenburg, hat er gesagt, Mensch, da müssen wir wieder dahin gehen, denn er wäre eben halt gerade für diesen Bereich nicht zuständig. Also, also die Frage, die dahinter steht, gibt es medizinische Möglichkeiten, die bewirken, vielleicht nicht dauerhaft oder vielleicht sogar dauerhaft, dass man Menschen an bestimmten Körperregionen, am Rücken, wo es sehr störend ist, enthaaren kann. Gibt es das? Das gibt die Möglichkeiten, ja. Aber es ist eine sehr kostspielige Aufgabe, ist das. Also mehr, es ist sehr kostspielig, ist das. Ja. Also dieser Arzt hat dir gesagt, du sollst irgendwo anders hingehen. Ja, genau. Und das hast du auch gemacht dann? Es wäre für ihn eben halt eine sehr starke Behaarung und damit könnt ihr nichts anfangen, hat er gesagt. Ja, er hat dir eine andere Adresse gegeben? Ja, ja. Bist du da hingegangen? Aber die war zu weit, nein, bin ich nicht hingegangen. Ja. Ich habe da angerufen, habe mich erkundigt und da habe ich mich auch um die Preisliste nachgefragt, was es kosten würde. Wobei, ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass die Kostenfrage dich da jetzt komplett abschrecken sollte. Ich glaube, wie bei vielen kosmetischen Dingen, wenn eine große seelische Belastung nachweisbar ist, übernehmen die Kassen das auch. Das heißt, da müsste man sich jetzt mal sehr schlau machen, in deinem Fall, wie die Gesamtsituation ist und das eventuell dann wirklich ganz konkret mal angehen. Du wärst dazu bereit, du würdest es machen lassen, auch wenn es schmerzhaft wäre. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ja. Hast du dich mal im Internet ein bisschen rumgetrieben und mal vielleicht versucht, Betroffene zu finden oder mal ein bisschen zu lesen, was andere machen in einem solchen Fall? Nee, damit bin ich nicht beschäftigt. Nein, gar nicht beschäftigt, nein. Ja. Wäre vielleicht auch erstmal eine grundsätzliche Anregung. Das Internet ist ja eine gute Quelle für Informationen, wo man an Sachen kommt, die man früher gar nicht so schnell als normaler Mensch bekommen hätte. Ja, ich weiß nicht, gerade bei solchen Sachen weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Wo ist dieser erste Mausklick, wo mache ich den Ansatz, wo geht es los? So. Dein Anruf insofern ist schon ganz gut hier, weil ich an dieser Stelle mal einfach meine Zuschauer und Zuhörer bitte, wer eine Idee hat, wie man dem Ibrahim helfen könnte, bitte mailt uns das doch unter domian@wdr.de. Das reichen wir eigentlich weiter, das schon mal vorab. Mhm. Ne, da kann ja vielleicht die eine oder andere schlaue Idee dabei sein, das haben wir immer wieder mal. Des Weiteren möchte ich gerne, dass du mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, was diese Kostenfrage anbelangt. Wann übernimmt eine Krankenkasse solche kosmetischen Eingriffe, unter welchen Umständen und so weiter? So wie ich es verstanden habe bei dir, ist das ein ganz elementares Lebensproblem. Ja, sehr sogar, ja. sehr. Das ich schäme mich auch mittlerweile, also ich schäme mich wirklich für meinen Körper. Der auch hin wirklich zu einer Isolation führt und ganz genau. Und ich meine, allein diese Problematik der Beziehungen und Erotik, Sexualität, ganz genau, bist du ja völlig außen vor, ne? Ganz genau.
Genau, also ja. Ich habe in den letzten 4-5 Jahren eigentlich, ja, ich sag mal, mehr mit Männern, ich sag mal, ein Verhältnis gehabt. Mit Männern ein Verhältnis? Ich bin bi. Achso, es gab dann doch schon Sexualkontakte. Ja, ja, also wie gesagt, mit zwischen 16 und 18 halt mit zwei Frauen ja, und okay. Danach eben halt ab dem 18. Lebensjahr eigentlich nur mit Männern. Achso. Und ja. Wie viel gab es da schon? Mit den Männern? Mhm. Es gab schon einige Männer. Also es gab schon, ich sag mal, ja, doch einige, ich sag mal, es waren schon über 20 oder so, ja. Achso, aber ist da nicht auch die Scham sehr groß, dich einem Mann dann nackt zu zeigen? Doch, ist sie ja, doch. Und ich habe immer Angst, eben halt, auf die Fragen habe ich meistens immer Angst. Und wenn es jemand dazu kommt, eben halt zum Partneraustausch, dass ich mich dann immer so umdrehe, dass er das nicht sieht. Ach so, verstehe. Ich verdecke es immer und also, sehr, wenn er versuchen sollte, da anzufassen, dann blocke ich halt ab. Ja. Und, also eine sehr verspannte sexuelle Situation ist das für dich. Ganz genau, ja, ganz genau. Also ich muss immer achten, auch in der Öffentlichkeit immer achten, sitzt der Kragen richtig, sieht man da jetzt was? Weil es sonst alles rausquillt von vorne, ja. Verstehe. Ja. Ivan, so machen wir es. Also ich bitte meine Zuschauer und Zuhörer, uns was zu melden, wenn sie Ideen haben. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, mein Psychologe, der Peter, und dann besprecht ihr das nochmal, okay? Das ist super, Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt mal rasch diese Nummer. Oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle ein Hinweis auf morgen, auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt der letzte Wille. Ich möchte gerne mit euch reden, ob ihr euren letzten Willen vielleicht schon formuliert habt, ob ihr mit dem letzten Willen eines Menschen schon konfrontiert worden seid. Was habt ihr daraus gemacht? Habt ihr euch nach dem letzten Willen gerichtet oder vielleicht nicht? Ein letzter Wille kann ja auch ein Testament sein. Habt ihr euer Testament schon verfasst? Oder seid ihr von einem Testament vielleicht mal überrascht worden und habt eine große oder eine ungewöhnliche Erbschaft bekommen? Alles zum Thema der letzte Wille. Ihr könnt auch zu unseren Themen und zu unseren Gästen nachschauen unter www.domian.de. Alles Nähere dort auch zu finden. Also morgen heißt das Thema der letzte Wille. Heute könnt ihr euch per Mail schon anmelden zu dem Thema. Weiter geht es mit Nicole und Nicole ist 28. Hallo Nicole. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Nicole. Ja, also schön. Ich sag mal, es ist eigentlich eine Verbindung aus, was gestern bei dir, also was morgen bei dir in der Sendung ist und was heute bei mir los ist. Ja. Also ich bin Altenpflegerin, ich bin seit 10 Jahren im Dienst, mache meinen Beruf auch wirklich gerne. Nur mein Problem ist also, ich habe im Moment einen Fall bei mir auf der Arbeit, wo ich mit dem Sterben überhaupt nicht klarkomme. Was ist das für ein Fall? Die Frau hat, nachdem ihr Mann gestorben ist, versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihre Tochter hat sie leider zu früh gefunden. Leider, wie auch immer man das sagen möchte. Wie hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen? Der Mann ist im Februar verstorben. Ja. So, und die Frau hat dann versucht, sich im März das Leben zu nehmen. Und hat die Tochter vorher auf Einkaufstour geschickt. Ja, in diesem Jahr alles? In diesem Jahr, genau. Ja. So, und wie gesagt, ich arbeite seit 10 Jahren in der Altenpflege. Ich habe schon viele Tode miterlebt und ich habe auch schon viele Sterben sehen. Ja. So ist es ja nun nicht, aber diese Frau, so, das macht mir im Moment ein bisschen Kummer, weil die Tochter hat sie gefunden, da lag sie ist aus dem Rollstuhl gefallen und lag halt da auf dem Boden. Und wie alt ist die Frau denn? 73. 73. Und wie hat sie sich versucht, das Leben zu nehmen? Mit Schlaftabletten. Mit Schlaftabletten. Ja. Und die Tochter war nach draußen geschickt und hat sie die Sachen eingenommen. Genau. Ja. Und die Tochter hat sie dann aber im Wohnzimmer halt eben vorgefunden, als sie aus dem Rollstuhl gefallen ist. Und hat gedacht, es wäre halt so irgendetwas passiert und hat natürlich dann einen Rettungswagen angerufen, ist dann ins Schlafzimmer gegangen, um Sachen zu packen und hat dann da halt eben die leeren Blisterpackungen von den Tabletten gefunden. Ja, ja. So, und diese Frau vegetiert jetzt seit wann ist sie bei uns? Seit März ist sie auch bei uns, nach dem Krankenhaus direkt, weil die Ärzte haben sie aufgegeben mit Magensonde und... Also liegt im Koma. Im Wachkoma, Im Wachkoma. Genau. Und mit einer Prognose, die sehr schlecht ist. Also sie wird sterben, das ist völlig klar. Ist das völlig klar? Es ist ja nicht immer völlig klar. Ist doch, das ihr ist es völlig klar. Warum ist es völlig klar?
Also als ich vorgestern von der Arbeit weggegangen bin, habe ich mich von ihr verabschiedet, weil ich meine, sie sah jetzt schon mehrere Male so aus, als würde sie sterben wollen, aber sie kann einfach nicht durch diese dämliche Magensonde. So, und das ist... Ich halte es mal eben noch fest, das sagt deine Altenpflegerin. Genau. Ne? Diese dämliche Magensonde. Ja, klar. Weil du sagst es aus Empörung und aus Mitleid. Eher Empörung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt einfach gewisse Menschen, ja, da brauche ich solche Experimente einfach nicht mehr machen. Aber damit musst du doch täglich konfrontiert sein mit Magensonden. Bin ich auch, ja. Aber gerade diese Frau so, die, weiß ich nicht so, die bricht irgendwie mein Herz. Ich weiß nicht warum, weil sie möchte gerne sterben oder wollte gerne sterben und jetzt kann sie nicht mehr, sie darf nicht mehr. Nochmal zurück zu dem Selbsttötungsversuch, den sie unternommen hat im März. Sie hat keine Nachricht hinterlassen, sie hat keinen Brief hinterlassen, keine Verfügung hinterlassen. Nein, und das ist das Problem. Das ist das Problem. Genau. Das heißt, es kann auch sein, dass das damals so eine Affekthandlung war. Nee, das war, also bei ihr war, also sie hat damals schon, so ich habe mit ihrer Tochter eigentlich einen recht engen Kontakt, klar, was halt in der Altenpflege mit Angehörigen halt so ist. Und sie sagte immer, sie hat immer gesagt, wenn ihr Mann geht, geht sie mit. Ja. So, und wenn ihre Tochter sagt selber heute, wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte ich nichts getan. Ah ja. So, aber mein Problem ist einfach, ich muss diese Frau wirklich, ja... Sie verreckt, weil ihre Tochter sagt andererseits, ich möchte nicht, dass sie noch mal ins Krankenhaus kommt, was ich sehr bewundere. Aber diese Frau erstickt uns langsam. Und das ist also, sowas habe ich in meiner Laufbahn in der Altenpflege einfach noch nicht erlebt. Wie kommt es zu dieser Erstickung? Sie kann einfach, ich nehme einfach an, dass es jetzt auf Nierenversagen hinausläuft, dass die Flüssigkeit, die wir ihr über die Sonde geben, beziehungsweise halt auch Nahrung, dass das vom Körper nicht mehr so verwertet wird. Wir müssen sie regelmäßig absaugen, also das ist wirklich, sowas habe ich noch nicht gehabt. Wer hat denn entschieden, dass die Magensonde gelegt wird? Die Ärzte. Hat die Tochter da keine Verfügung? Nein, da hat sie auch gar keine Handhabe drüber gehabt. Das heißt, weil die Ärzte haben ihr gesagt, so, wir reanimieren die jetzt mal und tun und machen. Und die Magensonde muss jetzt sein, damit sie wenigstens Flüssigkeit hat, genug Flüssigkeit, was andererseits auch über Infusionen geht. Aber ich meine, so ein Laie steht halt einfach davor und weiß es nicht. Verstehe. Aber es gibt ja Situationen, wo man dann auch als Angehöriger im Gespräch ist mit den entsprechenden Ärzten und den verantwortlichen Ärzten. Und es könnte doch auch die Entscheidung getroffen werden, wir entfernen die Magensonde. Also ich glaube, dass der Tochter das noch nicht mal so bewusst ist, was mit ihrer Mutter wirklich ist. Weil warum sagst du ihr das nicht? Sie will es nicht wahrhaben. Also sie ruft jeden Abend, also gerade wenn ich dann mal Spätdienst habe, sie ruft jeden Abend um 7 Uhr pünktlich an, 10 vor 7. Also das ist eine feste Uhrzeit bei uns. Und wenn ich ihr dann sage, ihrer Mutter geht schlecht, das überspielt sie. Sie kommt mit der Situation nicht zurecht. Wie oft kommt sie denn zu Besuch in die Pflegestation? Also wenn sie kann, jeden zweiten Tag. Das heißt, sie sieht es ja leibhaftig dann auch, was ja, los aber ist. Also ich habe einmal eine Situation gehabt mit ihr, da habe ich wirklich gedacht, diese Frau, die erstickt mir, die stirbt. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe sie angerufen und habe gesagt, ihr geht es schlecht, ich rufe jetzt einen Notarzt an, weil ich kann nichts anderes machen, ich muss mich ja auch absichern. Und sie kam dann auch direkt und hat auch gesehen, wie schlecht es ihrer Mutter ging, weil sie einfach eine Atemnot hatte. Sie kriegte keine Luft mehr und ich kann mit 3 Liter Sauerstoff kann ich nichts machen. So, ich kann einfach nicht. So, und sie sagte dann direkt der Notärztin, nein, Krankenhaus auf keinen Fall. Ja. Gibt es nicht. Ja. Und sie hat mir quasi die Aufgabe gegeben, ihre Mutter sterben zu lassen. So, und wie gesagt, so, ich habe seit zehn Jahren... Das verstehe ich nicht. Wie kann sie dir als Pflegerin die Aufgabe erteilen, die Mutter sterben zu lassen? Weil die Notärztin hat sie aufgeklärt. Sie hat ihr gesagt, also in dem Zustand wird sie wahrscheinlich früher oder später so oder so sterben. Und entweder Krankenhaus, da können wir ihr ein bisschen Erleichterung verschaffen, wo ich gehofft hatte, dass sie sagt, okay, wenigstens damit sie vernünftig atmen kann. Und die Tochter hat direkt gesagt, nein, das will ich nicht.
So, und da habe ich mich dann irgendwo halt als Pflegefachkraft gefühlt, so nach dem Motto, ja, dann sieh du mal zu, dass du das irgendwie erträgst. So, und wie gesagt, das ist seit 10 Jahren das erste Mal, dass ich es nicht ertragen kann. Ja, aber nun bist du ja nicht alleine da. Es gibt ja Kollegen, es gibt eine Pflegeleitung, es gibt vermutlich auch einen Arzt bei euch. Ist das so? Ja, der Hausarzt, der macht auch nichts mehr. Ja. Also er hat gesagt, er bricht die Therapie komplett ab. Sie kriegt jetzt wirklich nur noch halt über die Sonde ihre Medikamente. Ja. Aber, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, weil ich hatte heute frei. Mhm. Und das heißt, dieser ganze Fall geht dir, obwohl du erfahren bist in dem Bereich, ausgesprochen ans Herz? Ja, das geht mir sehr ans Herz. Mhm. Und was resultiert aus dieser Erfahrung? Was für eine Meinung oder was für ein Appell resultiert daraus? Also mein Appell für alle Menschen auf dieser Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, schreibt eine Patientenverfügung. Mhm. So, deswegen sagte ich ja, weil das Thema morgen bei dir ist ja halt eben Testament und so. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, ich war heute mit meiner Mom unterwegs und meine Mutter ist halt so... Also man muss ja dazu sagen, dass diese Patientenverfügungen auch nicht unbedingt rechtlich bindend sind, aber es ist immer besser, wenn so etwas vorliegt, als wenn nichts vorliegt. Also rechtlich bindend ist sie, weil Patientenverfügung ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man wissen. Ja, aber dennoch ist es gut, finde ich auch, dass man da Vorsorge trifft. Das kann ja jeden jungen Menschen auch treffen. Ja, ja, klar. Soweit ich weiß, gibt es sogar Vordrucke vom Bundesjustizministerium. Das kann man sich runterladen, irgendwie von der Webseite. Ja, also ich hatte jetzt eine von der Notfallklinik in Hamburg. Mhm. Die habe ich dann halt, weil... wenn in der Patientenverfügung drin steht, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, da sind noch lange keine Magensonden mit drin, nee, keine genau. speziellen Sachen. Ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema, weil man konkret, glaube ich, alles benennen muss, was man will oder was man nicht will. Und das sollte man aber. Mhm. Man sollte sich mit seinem Hausarzt wirklich auseinandersetzen, was ist und was man nicht will. Würdest du denn, frage ich jetzt mal aufgrund der Erfahrung, die du jetzt gerade mit diesem Fall gemacht hast, und du hast wahrscheinlich auch sehr viele andere harte Erfahrungen schon gemacht, würdest du als Krankenpflegerin, Altenpflegerin aktive Sterbehilfe befürworten? Ja. Aktive Sterbehilfe? Ja. Also so wie man das in der Schweiz machen kann oder in Holland auch machen kann? Es wäre schön, wenn es das bei uns geben würde, ehrlich. So, es würde vielen Menschen helfen, es würde vielen Familien und Angehörigen helfen, aber man darf es nicht. So, mein Credo ist einfach immer, weiß ich nicht, wenn ich eine todkranke Katze habe, die kriegt eine Spritze, aber die Menschen müssen dann noch herhalten. Wobei man natürlich da sehr, sehr, sehr differenziert argumentieren muss. Na sicher. Und man muss einen Unterschied machen zwischen der aktiven Sterbehilfe, der passiven und der indirekten Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe besagt ja, dass man einem Patienten ein tödliches Medikament verabreicht. Und das ist die Frage, wer will das machen? Wer macht es? Ja, das ist eine Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, es gibt sehr viele, gerade bei den Alten, sehr viele Medikamente. Wenn ich davon auch nur 3/4 absetze, ich habe Leute, die kriegen 15 Tabletten am Tag. Mhm. So, das ist nicht normal. Mhm. Diese Menschen sind teilweise über 90 Jahre alt. Mhm. Ich meine, klar, wenn sie dann noch aufstehen und aktiv sind und aktiv teilnehmen, dann geht es ihnen auch gut. Mhm. Aber wenn ich jemanden habe, der wirklich bettlägerig ist, der sowieso sterben würde ohne diese Medikamente, warum muss ich ihn dann wirklich dazu zwingen, einfach da zu bleiben? Ja, also grundsätzlich in der Richtung bin ich deiner Meinung, Nicole. Und ich finde, dass wir da in Deutschland auch etwas rückständig sind. Ja, nun, das hat natürlich auch wieder mit der Vergangenheit zu tun, aber dennoch sollte man da auch etwas offener diskutieren, eben aus wirklich humanen Gründen heraus. Es geht ja nicht darum, dass man Menschen umbringen will. Eben. Es geht darum, dass man Menschen helfen will. Eben. Und dass man auch ein Selbstbestimmungsrecht hat, eben auch in diesen Zeitraum hinein, wo man nicht mehr bewusst ist und wo man nicht mehr bewusst entscheiden kann. Ja, so, ich sag mal gerade, klar, Angehörige sind meistens mit dieser Situation total überfordert, was ich wirklich verstehen kann. Es ist einfach so. Ich habe heute mit meiner Mutter, ich habe ihr meine Patientenverfügung hingelegt und gesagt, so, du musst jetzt die Betreuungsverfügung unterschreiben, damit das wirklich über den Tisch ist, weil ich weiß für mich, ich sehe es jeden Tag, ich will das nicht. Also es gab von einer Weile einige sehr bewegende Reportagen im Fernsehen, wo Menschen die aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen haben in der Schweiz.
Ja, beziehungsweise und, Holland. Die machen oder in auch. Holland. Ja. Und in den Fällen, die ich gesehen habe, respektiere ich das hundertprozentig und habe mich in die Leute versucht hineinzuversetzen, habe so gedacht, ich möchte unter Umständen auch das Recht haben, wenn ich mein Leben nicht mehr leben möchte, weil ich es aufgegeben habe, dass ich zumindest diesen Weg der Erlösung finden kann. Ja, vor allen Dingen, dass man einfach in Würde sterben darf, dass man einfach wirklich sagen kann, ich habe keine Schmerzen und ich möchte einfach nur, weil man mir eh nicht helfen kann, ich möchte einfach sterben. Ja. So, und das ist das, was, wie gesagt, dieser eine Fall, seit 10 Jahren ist das das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, völlig hilflos zu sein. Jetzt wollen wir hoffen, dass diese Frau nicht mehr lange leiden muss. Ich hoffe, dass sie morgen nicht mehr da ist, ja. Und dass sie in Frieden hat sterben können. Das hoffe ich. Ja. Also das wünsche ich ihr auch. Liebe Nicole, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Nancy und Nancy ist, wie alt ist sie, Nancy? Nancy ist wie alt? 19. Hallo Nancy. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ein sogenanntes Beziehungsproblem. Oh. Ja, ganz schlimm. Raus mit der Sprache, erzähl. Geht sozusagen um mich und meine sogenannte beste Freundin. Mhm. Die schon wie lange deine beste Freundin ist? Ja, eigentlich. Immer schon. Seit 2 Jahren. Ach so. Also seitdem wir uns eigentlich kennen. Okay. Obwohl ich dann am Anfang halt andere Absichten hatte, als sie nur als besagte Freundin zu sehen. Oh, was höre ich daraus? Ich höre daraus, dass du bisexuell bist oder lesbisch? Nee, ich bin bi. Bisexuell. Mhm. Mhm. Und mein großes Problem ist, dass sie hetero ist. Ja, das ist dann schon ein gewisses Problem. Ja, kann man so sagen, ja. Ja. So, jetzt ist sie seit 2 Jahren deine beste Freundin. Ja. Am Anfang wolltest du mehr, hast dich dann aber auf die Freundschaft eingelassen, weil eben nicht mehr zu holen war. Also ich habe ja dann irgendwie einen Joker ausgespielt, von wegen, ja, Freundschaft erstmal aufbauen und so. Mhm. Ja, das ist irgendwie bei ihr nach hinten losgegangen. Was heißt das? Erzähl. Ja, also ich habe sie dann auch irgendwann gestanden, nach einem Jahr oder so. Mhm. Wo sie dann halt doch nicht schlecht geguckt hat. Also ich habe es eher so in einem Brief geschrieben. Ja. Sie hat schlecht geguckt oder nicht schlecht geguckt? Sie hat nicht schlecht geguckt, denke ich mal, wo sie den Brief gelesen hat. Ach so, also sie war sehr erstaunt. Ja klar, weil sie das auch nicht geahnt hatte und gar nichts. Und dann, als ihr euch dann mal zum ersten Mal gesprochen habt, wie war das? Eigentlich normal, als wäre irgendwie nichts gewesen. Ach, sie hat gar nicht darauf reagiert? Keine SMS, auch gar nichts? Ja, sie war irgendwie sprachlos, sie konnte zu dem Thema nichts sagen. Mhm. Weil unser Verhältnis zueinander ist halt ziemlich locker. Mhm. Kann man so bezeichnen. Was heißt das? Ja, also wenn wir gerade irgendwie unterwegs sind am Wochenende, ja, dann läuft teilweise mehr. Oder wenn die eine bei der anderen ist, dann wird abends dann gekuschelt. Und aha. Ja, aber mehr ist halt nicht. Ja, also es gab schon diverse erotische Berührungen und so? Ja. Gab es auch schon was Sexuelles? Nein. Nein, aber erotisch? Ja. So im Bett liegen, kuscheln, aneinander drücken und so weiter? Ja, ja. Mhm. Ja. So, jetzt hast du ihr vor einem Jahr das erzählt, ja. was los ist. Mhm. Nun ist ein weiteres Jahr vergangen. Ja. Wie ist denn das Verhältnis jetzt im Moment? Ist es immer noch so innig oder ist es irgendwie doch, liegt da so ein Schatten drüber? Also nee. Die Frau, die ist einfach meine Droge. Ich kann keinen Tag ohne die Frau sein. Mhm. Es geht nicht. Also wenn ich mal einen Tag nichts von ihr gehört habe, dann bricht eine Welt für mich zusammen. Also es ist schrecklich ohne sie. Hat sie einen Freund? Nein. Nee. Habt ihr denn irgendwann mal darüber geredet, wenn auch nicht damals sofort nach dem Outen, sondern irgendwann später mal? Keinmal? Also ich weiß ja, dass sie hundertprozentig hetero ist. Aber ihr habt nicht hundertprozentig darüber gesprochen? Ja, also, okay, einmal haben wir irgendwie darüber gesprochen, aber ja. Ja, es war halt irgendwie nicht so intensiv. Mhm. Und also, sie macht das Spielchen mit, weil sie wird natürlich auch in den 7. Himmel getragen durch dich. Ist ja auch ein schönes Gefühl. Und du? Ja gut, aber so teilweise werde ich auch durch sie in den 7. Himmel getragen. Ja, aber immer mit der dicken Portion Frust, weil du kriegst nicht das, was du willst. Und es hängt ein Damoklesschwert über euch, dass sie sich in einen Typ verliebt. Und dann stehst du da.
Ja, dann freue ich mich aber trotzdem mit ihr. Das ist sehr ehrenwert, wenn du das jetzt so sagst, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du dann wahnsinnig eifersüchtig wirst. Natürlich bin ich eifersüchtig, aber ich sag mal, der Kerl muss auch erstmal an mir vorbei. Und das hat sie auch schon gesagt, dass der Kerl, wie gesagt, erst an mir vorbei muss. Und wenn er mich nicht mag, dann kriegt er sie auch nicht. Ja, aber das sind jetzt so Machtspielchen. In dem Fall, wo die sich wirklich verliebt, ist der an dir vorbei. Und das wäre auch schlimm, wenn du das blockieren würdest. Das Problem ist ja ein ganz anderes. Das Problem ist, du hast eine Freundin, die ist heterosexuell. Offensichtlich wirklich hundertprozentig heterosexuell. Also ganz sicher bin ich mir da nicht. So, dann frag sie doch, dann rede doch mal offen darüber, Mensch. Dann sag doch noch mal ganz klar, du hast es im Brief geschrieben, sag es doch noch was mal auf, was ist jetzt eigentlich, wir haben eigentlich nie drüber gesprochen. Ich bin in dich wahnsinnig verliebt, ich würde gerne mit dir zusammen sein. Dann soll die mal Tacheles reden. Das kann sie nicht. Das hast du noch gar nicht ausprobiert. Ja, also... Du hast vielleicht auch Angst vor der Antwort. Nein, ich kenn die Frau in- und auswendig. Mhm. Und ich weiß, dass sie so das nicht sagen kann, was sie sagen will. Teilweise. Das kann sie nicht. Mhm. Und wo ich dann halt teilweise wirklich radikal bin, ist sie ja mehr so... So, dann wenn sie nicht reden kann, dann die nächste Kuschelnummer kommt, dann mach sie mal richtig knallhart an. Mal sehen, wie sie reagiert. Dann muss sie Farbe bekennen. Ja, also da ist ja das Problem, da ist eine Blockade da. Bei dir? Ja. Mhm. So, die Situation ist ja nicht erquicklich. Du sagst, die redet nicht, dann ist bei dir eine Blockade. Irgendwo bist du wahnsinnig in die Frau verliebt, die ist dein Leben. Die Frau ist aber vermutlich heterosexuell. Es ist ja alles nicht dolle, was da läuft. Irgendwo muss da ja mal eine Klärung rein. Ja. So kommt ja nicht weiter. Da kannst du ja die nächsten Jahre hinterher dackeln und es passiert nichts. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich auch das, wenn ich ihr sozusagen weiter auf die Nerven gehe, ob ich das halt wirklich aufs Spiel setze, was wir uns jetzt aufgebaut haben. Aber Nancy, das, was du dir da aufgebaut hast, hast du dir doch nur mit dem Ziel aufgebaut, irgendwann an die ranzukommen, Mensch. Da mach dir doch nichts vor. Ja. Das ist doch so. So macht man es doch. Und deswegen erstmal mit der guten Freundschaftsnummer und so hört sich immer super an. Aber in diesem Fall ist das alles Unsinn. Du willst mit der Frau zusammen sein. Ist ja auch dein gutes Recht, finde ich auch verständlich. Aber schlimm ist das, wenn man sich in so eine Sache so reinsteigert und irgendwann eben das nicht kriegt, was man sich so ersehnt. Das ist kostbare Lebenszeit, die man da verschwendet und man bleibt als Verletzter zurück. So ist das. Also das bei uns ist es so richtig kompliziert, weil manche, die würden selbst das irgendwie als Beziehung sehen. Mhm. Nur, dass halt sexuell nichts läuft. Mhm. Also wir sehen. Aber weißt du, das macht das Ganze noch viel schwieriger für dich. Weil sie lockt dich ja sehr an sich heran. Sie lässt es ja erotisch werden. Für dich ist das ja erotisch, wenn ihr kuschelt. Umso schwieriger ist das für dich, das alles einzuordnen. Deshalb musst du da klare Verhältnisse schaffen. Und du musst das wissen. Du musst die wirklich zu einer Aussage bringen. Das ist für dich wichtig. Teilweise reicht mir aber schon irgendwie... Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass du letztendlich immer die Sehnsucht hast nach was mehr. Im Moment bescheidest du dich mit dem bisschen, was du kriegen kannst. Aber die Sehnsucht ist, die Frau zu begehren, die Frau zu küssen, mit der Frau geilen Sex zu machen. Das ist deine Geliebte mit allem drum und dran. Das ist deine Sehnsucht. Ist doch so. Ja. Ja. Und du möchtest in aller Welt sagen, hier, das ist meine Frau, das ist meine Freundin. Ja gut, das weiß sozusagen eigentlich die Außenwelt, also unser Freundeskreis. Also wir nennen uns ja auch nicht beim Namen, sondern nur Kosernamen. Mhm. Also Schatz ist normal. Ja gut, das machen ja die Mädels eher schon miteinander. Wir Jungs machen das ja nicht so. Wäre ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen komisch. Nancy, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, du musst einfach da mehr Klarheit reinbringen in die Sache. Weil du sonst so sehr leidest. Hast ja auch immerhin angerufen, weil du unglücklich bist. Ja, und ich weiß auch, dass diese Frau jetzt vorm Fernseher sitzt. Ja. Das ist natürlich ganz geschickt. Ja. Liebe Freundin von Nancy. Stefanie. Jetzt weißt du Bescheid. Und jetzt bitte ich dich wirklich sehr. Das muss in einer Freundschaft auch möglich sein. Sage, was mit dir los ist. Sei ehrlich. Auch wenn du vielleicht Angst hast, dass du Nancy verletzt.
Aber es ist fair, das zu machen. Sag, was in dir vorgeht. Sag, ob du vielleicht doch dich auf eine Beziehung einlassen könntest. Vielleicht. Mach es aber nicht ihr zuliebe, sondern mach nur wirklich, was in dir ist und was dir entspricht. Und wenn es nicht geht, dann sag es ihr. Dann weiß Nancy, wann es ist. Vielleicht findet ihr doch gemeinsam einen Weg. Aber seid ehrlich miteinander. Stephanie, sei ehrlich zu Nancy. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gleich das Handy klingeln wird bei dir. Ja, hoffentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann machen wir jetzt schnell Schluss. Ja, und Schatz, du weißt, ich liebe dich. Und ja, mein Handy ist da, ne? Neben mir. Ich drück dir Daumen, Nancy. Ja, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, der aufmerksame Zuschauer wird sich schon in den letzten zwei Tagen gewundert haben, was steht denn da für ein schöner, kleiner Schneemann neben dem Domian. Und die Stammzuschauer, die werden wissen, dieser schöne kleine Schneemann steht seit, ich glaube, mittlerweile 5 Jahren immer zur Adventszeit hier. Das ganze Jahr über muss der arme kleine Schneemann hinten hier im Schrank im Dunkeln stehen. Aber jetzt ist seine große Zeit und bis Weihnachten, bis zu unserer Weihnachtspause, darf er hier stehen. Es ist der einzige Schneemann in Deutschland, der jeden Tag im Fernsehen ist und darüber ist er sehr froh. Das ist unser Schneemann. So, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir Nicole und Nicole ist 17. Hallo Nicole. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Und zwar, ich bin 17. Ja. Bin mit 15 schwanger geworden, hab mit 16 meinen Sohn gekriegt. Mhm. Und habe ihn mit 17 in eine Pflegefamilie gegeben. Ja. Ich habe in einer Mutter-Kind-Gruppe gewohnt. Es lief halt gar nicht gut. Der Vater von dem Kleinen hat mich dann halt sitzen gelassen, nach ungefähr einem halben Jahr, wo mein Sohn dann alt war. Ja, und jetzt sitze ich hier bei mir und denke, der ist ungefähr seit 3 Wochen, 4 Wochen bei einer Pflegefamilie. Ach so, frisch ist das Ganze. Ja, und jetzt, das überholt mich, also das macht mich fertig, also ich kann da nicht mehr. Also Ist das eine endgültige Entscheidung? Dass ich den dann weggegeben habe, oder? Ja. Oder gibt es da für dich eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt schaffen würde oder so. Mhm. Jetzt sag mir doch nochmal konkret, nochmal ausführlicher, was zu der Entscheidung geführt hat, ihn in die Pflegefamilie zu geben. Also die Entscheidung war deshalb, weil mein Sohn ist ziemlich anspruchsvoll gewesen, also ist ein Schreikind gewesen, hat schon voll früh Ansprüche gestellt, es will so viel beschäftigt werden und ich muss dann halt zur Schule gehen, alles Mögliche machen und ich habe das alleine nicht geschafft, meine Eltern standen nicht hinter mir, ich hatte einmal im Monat vielleicht mal frei gehabt so und ich war einfach total überfordert so. Verstehe. Und die anderen haben das immer nie gesehen. So, ich meine, die Jugendlichen schon, meine Freunde haben gesehen, ja, dein Kind ist voll anstrengend oder so. Aber halt die ganzen Pädagogen so und die Erzieher meinten nur so, ja, ich soll mal Geduld haben. Und das war halt dann einfach irgendwann zu viel. Bist du denn damals, nachdem das Kind geboren wurde, direkt in diese Mutter-Kind-Gruppe gegangen oder erst zu Hause bei den Eltern geblieben? Nee, also ich wohne schon, seitdem ich 12, 13 bin im Heim. Ach so, so. Und ach so. Ja, das lief dann alles über das Jugendamt, dann halt in die Mutter-Kind-Gruppe. Ja. Hat man dir das nahegelegt, dass du das Kind abgeben sollst? Oder hast du irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr? Also ich habe, sagen wir mal eher so, also ich habe dieses vermisst, dieses Weggehen, dieses halt auch mal so alleine in die Stadt unterwegs sein. Und ich habe das so übelst vermisst. Also du warst eben wie eine normale 17-Jährige auch mal Sachen machen, die man eben als 17-Jährige macht. Ja, genau. So, die Frage war, hat man es dir nahegelegt? Oder hast du dann gesagt, hier passt mal auf, es muss irgendwas geschehen, ich möchte es nicht mehr so? Nein, das habe ich so von mir aus gesagt. Du hast es von dir aus gesagt? Ja. Mhm. Und dann haben die das eingefädelt, haben die das organisiert vom Jugendamt aus oder von deiner Betreuungsstätte da aus? Also ich habe meinen Betreuern darüber geredet, ich habe denen gesagt, so ja, pass auf, ich kann nicht mehr, so bla. Und dann meinten die halt so, ja, wir werden dann gucken, dass wir dann was einleiten und so. Und ich so, ja, und ich bin, glaube ich, in dem Punkt dann halt zu ungeduldig gewesen. So, ich war dann am Wochenende, bin ich dann einfach weggegangen, ich bin einfach abgehauen so mit meinem Sohn, habe den meiner guten Freundin gelassen so und ich war dann halt weg. Ich wollte nur einen Tag weg, so, und dann sollte ich ihn am nächsten Tag abholen, habe mich dann natürlich nicht an die Zeit gehalten, so, und das wollte ich alles gar nicht. Und dann war der oben, dann hat meine Freundin den hoch in die Gruppe gebracht,
Also Chaos. Ja. Richtig Chaos. Und da haben die gemerkt, ja, und das haben die schlecht interpretiert, nach dem Motto, genau, sie kümmert sich nicht richtig und sie ist nicht zuverlässig und so weiter. Ja. Und dann ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Ja, und dann haben die, ja, dann haben die mich halt gefragt, so, ja, was ich jetzt möchte, so, ob ich jetzt mich weiter irgendwie um meinen Sohn kümmern möchte, so, oder ob ich denn jetzt an die Pflegefamilie gehen werde, so. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, okay, dann gebe ich den halt in die Pflegefamilie. So, und jetzt sitzt du da und denkst, hast ein schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl, war das richtig? Daher nochmal meine Frage, wenn du es nicht genau weißt, musst du das dringend erkunden. Ist das jetzt eine endgültige Sache? Ist das so eine, wie so eine Adoption? Also, man hat mir gesagt, eine Pflegefamilie ist ja halt nur, damit die das Kind pflegen. Und Adoption ist, wenn ich auch sagen würde, ja, okay, die kriegen auch das Sorgerecht. Also eine Adoption wäre dann so, dann würde ich den, glaube ich, nie wieder mehr sehen. Mhm. Das dann nie wieder mehr kriegen oder so. Also eine Pflegefamilie ist immer noch halt so, dass sie dann den Kleinen pflegen, also dass sie sich halt so lange um den kümmern. Verstehe, aber die Leute, die das also eingefädelt haben, die müssen noch mit dir geredet haben, die müssen noch gesagt haben, okay, das ist jetzt so und der Kleine kommt jetzt erstmal für unabsehbare Zeit oder nur für ein Jahr oder zu einer Familie. Hat man das nicht so dir ganz richtig erklärt? Also die haben zu mir gesagt, so ja, die werden den Kleinen dann so lange behalten, so bis ich dann halt sozusagen mein Leben auf die Reihe kriege. Ach so, na gut, guck mal, das war schon mal eine Aussage. Ja, aber... Das war schon mal eine Aussage. Ich meine, der Kleine ist 2 Jahre alt. Ist natürlich auch blöd, wenn er ständig hin und her gerissen wird. Er hat sich ja nicht gewöhnt, jetzt muss er sich wieder an neue Leute gewöhnen. Aber es ist ja schon sehr ernst zu nehmen, wenn du doch irgendwie das nicht geschafft hast alles und auch nicht den auch den Wunsch hattest, irgendwie mal frei zu sein, mal rauszugehen, dann ist es natürlich letztendlich für so ein Kind besser, in geordneten Verhältnissen bei wirklich älteren Leuten zu sein, als mit einer ganz jungen Mama zusammen zu sein, die nicht so richtig will und vielleicht auch manchmal Sachen macht, die sie nicht tun sollte, die ihr hinterher auf ihr Leid tun, verstehe ich schon. Aber für das Kind ist das dann schon besser, so finde ich, Nicole. Ja, aber ich weiß nicht, das verfolgt mich einfach so. Ich kann mir einfach nicht zu Weihnachten oder so, das ist so hart. Kann ich schon verstehen, aber vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Chance für dich, einfach auch nochmal in dich zu gehen in den nächsten Wochen und einfach mal so zu hören, zu überlegen, was will ich eigentlich? Und schaffe ich das? Bin ich auch bereit, vieles zu opfern für das Kind? Wenn du das Kind haben willst, kannst du nicht wie eine normale 17-Jährige leben. Das ist nun mal so. Ja. Und auch über viele Jahre wirst du ein ganz anderes Leben führen als andere Jugendliche in deinem Alter. Es ist so. Nimm es doch einfach mal als Chance, jetzt eine Weile das für dich so zu entscheiden. Und je nachdem, wie die Entscheidung fällt, vielleicht fällt die Entscheidung wirklich innerlich für das Kind, es ist ja noch alles recht frisch, kannst du ja in ein paar Monaten sagen und deinen Betreuern sagen, pass mal auf, ich habe das so und so und so vor. Und wenn das glaubwürdig rüberkommt, besteht ja die Möglichkeit für einen Neuanfang, so wie ich es verstanden habe. Aber da musst du natürlich auch erstmal für dich wirklich wissen, was willst du? Ja, aber das ist ja genau das Problem. So, ich meine, ich mache ja im Moment gar nichts. Ich bin von der Schule geflogen so. Mhm. Und ja, ich hänge dann die ganze Zeit hier rum so. Und das macht mich halt so fertig, weil ich kann im Moment an nichts anderes denken. Jetzt kommt auch noch die Weihnachtszeit so. Das ist die Hölle für mich. Das ist echt die Hölle für mich. Mhm. Das ist dann halt so. Leute versuchen mich irgendwie halt abzulenken, aber das kriegen die auch nicht so wirklich auf die Reihe. Und das verstehe ich. Das ist, mit Weihnachten ist das jetzt hart. Das ist wirklich hart. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, dass du dorthin zu Besuch gehen kannst, zu dieser Pflegefamilie? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber musst du alles rauskriegen. Ja, ich muss. Das war ja schon schwer genug so, dass ich den letzte Woche hätte sehen dürfen. So, ich meine, das ist auch irgendwie halt ja so eine Eingewöhnungsphase und dann dürfte ich den so lange nicht mehr sehen. Und dann meinten die so, ja, Nicole, wenn du dein Kind wieder haben willst, so, dann müssen wir halt gucken, dass du dein Kind früher siehst. So. Und jetzt sehe ich den am 6. wieder und dann... Am 6. Dezember? Ja, am 6. Dezember sehe ich den wieder. Lass mich mal noch... Das ist alles wichtig, das zu regeln, das rauszukriegen. Aber noch eine andere Frage. Du hast gesagt, du hast deine Schule abgebrochen. Ja, das war nicht unabsichtlich. Also das war nicht mit Absicht. Ja, verstehe. Ich will es nur wissen. Wie weit bist du gekommen? Bis zu welcher Klasse oder Stufe? Also ich bin gerade dabei, meinen 9er Hauptschulabschluss zu machen. Ja? So, pass mal auf. Das wäre natürlich auch eine wichtige Sache, dass du für dich entscheidest, okay, wenn du dein Kind haben willst. Ich will mein Kind haben, aber dann muss ich auch sehen, dass ich in geordnete Bahnen komme. Dann strenge ich mich jetzt aber richtig an und auch für meine Umwelt sichtbar, dass ich wieder in die Schule komme und meinen Schulabschluss mache. Weißt du, wenn du das Kind haben willst, geht das nur, wenn du ein solides
geordnetes Leben hast, um dem Kind auch was bieten zu können irgendwann. Damit du das Kind nicht noch irgendwie noch weiter in Probleme reinziehst. Das heißt, da musst du dich jetzt auf den Hintern setzen und Sachen machen, die dir vielleicht auch gar nicht so angenehm sind. Aber du hast ja eine gute Motivation. Du machst es dann ja das auch für dein Kind und nicht nur für dich alleine. Ja, aber ich weiß nicht so, das kommt immer so hart rüber, wenn Leute mich fragen, so, ja, wo ist denn dein Sohn? Ich so, ja, ich hab den in die Pflegefamilie gegeben. Das ist dann immer so eine lange Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber ich sag immer so, ich liebe meinen Sohn. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den weggegeben habe. So. Glaube ich. Nicole, ich glaube, dass also wer da schlecht urteilt, ist auch ein bisschen Banane, unter uns gesagt. Du bist so ein junges Mädel und dass da Konflikte entstehen, finde ich auch normal. Sicher, es gibt Jugendliche, junge Frauen, die das vielleicht eher hinkriegen als du, aber ich finde es auch noch nachvollziehbar, dass das alles schwierig ist. Und ich glaube dir hundertprozentig, dass du dein Kind wirklich liebst über alles. Aber du musst jetzt auch beweisen, dass du stark bist und willens bist, dann vielleicht auch dein eigenes Leben auf die Beine zu stellen. Das musst du machen. So, und jetzt werde ich dich mit meinem Psychologen verbinden. Der kann dir nämlich noch mal ein paar Sachen sagen, von wegen Besuchsrecht und wie das alles so ist, welche Möglichkeiten du hast, Stichwort Weihnachten, wie das da läuft und so weiter. Einverstanden? Ja, super. Dann legst du auf und der Peter ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Dann, tschüss. Ihr Lieben, mein Thema morgen heißt der letzte Wille. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Testamente, über Erbschaften. Ich möchte gerne sprechen darüber, ob ihr euren letzten Willen vielleicht schon formuliert habt. Generell, was mit euren materiellen Dingen werden soll, wenn ihr mal nicht mehr da seid oder wie ein Beerdigungszeremoniell vielleicht aussehen sollte für euch. Oder wie seid ihr mit dem letzten Willen von jemand anderem, einem Familienmitglied, einem Freund, umgegangen? Habt ihr es umgesetzt? Habt ihr den letzten Willen umgesetzt? Oder habt ihr es vielleicht nicht gemacht und habt ein schlechtes Gewissen? Und so weiter. Also das Thema morgen heißt der letzte Wille. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet euch am besten heute schon unter domian@wdr.de. So, und jetzt bin ich verbunden mit der nicht mit Marion, sondern mit Elke. Elke ist 35. Hallo Elke. Ja, hallo Domian. Hallo Elke. Ja, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich keine One-Night-Stands haben kann. Aha. Ja, es hat sich mal blöd an, aber... Wie noch nie? Früher auch nicht? Ja, sagen wir mal so, im Laufe der Jahre. Ich meine, ich bin ja nun jetzt auch keine junge Frau mehr. Naja, 35. Ja. Ein junges Hühnchen noch. Ja, so gesehen ja, aber ich habe eine sehr lange feste Beziehung hinter mir. Ja. Und sagen wir mal so, ich habe in den ganzen Jahren auch immer gerne Sex gehabt, auch in der Beziehung halt eben. Aber ich schaffte mich einfach jetzt nach der Trennung, nach einem Jahr, irgendwie überhaupt nicht mehr, kann ich mir gar nicht gönnen, einen sexuellen Kontakt zu einem Mann zu haben, nur für eine Nacht. Was heißt, das ist eine komische Formulierung, ich kann es mir gar nicht gönnen. Was bedeutet das? Ja, weil ich so dem, ja, für mich selber irgendwie so erkläre, ja, irgendwo wird man sich verschenken. Wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht sagen, dass man... ja, ich will nicht Hure sagen, aber ja, dass man als Frau ja irgendwie, habe ich immer noch das Gefühl, sich, ja, ich kann mir das nicht einfach nehmen, so meinen sexuellen Bedürfnissen nachzugehen oder vielleicht auch genauso Wünsche zu haben wie Männer. Seit einem Jahr bist du Single wieder, hattest vorher eine lange Beziehung. Wie lange hat die Beziehung gedauert? 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Und die Zeit davor, wie viele Beziehungen, war das die erste Beziehung oder gab es auch noch andere davor? Ja gut, in den jungen Jahren, klar, hat man hier und da mal einen gehabt, sag ich mal, die feste erste hatte ich so mit 17, das hat dann so ein Jahr gedauert, dann der nächste 2,5 Jahre, nochmal 2,5, also schon durchweg immer so auf Beziehungen. Aber es gab noch nie, auch nicht ganz früher, mal so den schnellen Sex bei dir? Ja doch, als junges Mädchen. Wie alt warst du da? Ja, wo du angefangen hast, ne? So mit 15, 16, und, 16 so, ja. Und das war dann schon so ein, was man heute eine Nachtgeschichte nennt. Ja. Sowas. Ja. Ja. Ja, und früher war es dann auch so, wenn man jetzt so mal so ein Mädchen war, die sowas auch mochte, und dazu zähle ich vielleicht auch, dass man mit Sicherheit auch so einen Ruf bekommen hat, ne? Also da galt es schon noch so ein bisschen, sich aufzuheben, oder ist man nun jemand, den man leicht bekommen hat? Jungs haben es natürlich auch probiert, halt eben, ne? Wo kannst du es, wo kannst du es nicht? So, und nicht, dass ich jetzt so unwahrscheinlich viele Erfahrungen gemacht hätte, aber... Na gut, aber du bist auch nicht ein ganz unbeschriebenes Blatt in Sachen Sexualität, schon allein durch die Beziehung, nicht? Nein. Hast sexuell auch sogar eigentlich keine Probleme und hast auch gerne Sexualität? Ja. Und hättest jetzt auch eigentlich Lust? Ja.
Und könntest du es dir rein theoretisch auch vorstellen mit einem Typ, ohne dass du in den verliebt bist? Ja. Ja, also wenn ich dann jemanden sehe und ich habe zum Beispiel jetzt übers Internet jemanden gehabt, der sich angeboten hat, der sah super toll aus und habe ich mir das richtig vorstellen können und dann kam das Angebot, ach komm, dann komme ich am Wochenende vorbei und dann hat sich Panik bei mir breit gemacht. Und versuchen wir nochmal die Panik zu erklären. Du hast gerade, ich will mich nicht verschenken, hast du mir so erklärt, aber was ist genau Panik, also der kommt rein und sagt mal, der gefällt mir und der hat die regelrechte Absicht, auch mit mir, wirklich, wir machen so einen schönen Abend, wir gefallen uns vielleicht gegenseitig und es passt. Und dass es dann wirklich er darauf ankommen lässt. Ja. So. Und innerlich habe ich dann womöglich, ich habe es auch das Bedürfnis, ich finde das toll, also wenn ich einen tollen Mann hätte, einen tollen Körper, das wäre bestimmt was Tolles für mich, so nach langer Zeit auch wieder. Und dann kommt dieses Gefühl, nur Sex und dann, nur dafür dann halt eben sowas zu machen, halt eben sich dahin zu geben. Ja, genau dafür. Ja, genau. Genau dafür. Ja. Und auch nicht nur Sex, sondern Sex. Sex ist, wenn man Lust drauf hat, ist das durchaus ein Bedürfnis wie Essen und Trinken. Und wenn man sich im Klaren ist, ich will erstmal nur Sex. Also schwierig finde ich immer, wenn man sich auf so Ein-Nacht-Geschichten einlässt, in der Sehnsucht dadurch eine Liebe zu finden, dann ist es immer frustrierend. Ja. Wenn man aber für sich klar ist, ich bin einfach scharf und ich will einfach mal was erleben, dann ist das doch komplett wurscht, was sonst eventuell von wegen, ich verschenke mich oder so, alles Quatsch. Ja, was andere denken halt die vögelt rum. Was meinst du, was die anderen machen? Ja. Also du musst es ja nicht jedem auf die Nase binden. Es geht ja erstmal jetzt um dich, dass du für dich deinen Spaß hast und wenn du die Lust danach empfindest, Mensch, mach es. Genieße es, nimm's mit. Wenn du gute Typen kennenlernst und sich das ergibt, ran. Ja. Ja, nein, ich weiß nicht. Also was heißt verschenken? Gerne verschenkt dich, klar. Okay, aber du kriegst ja auch was zurück. Also es ist ein Geben und Nehmen. Genau, eigentlich bekomme ich ja was zurück und das ist ja nicht die Frage, aber das ist auch vor allen Dingen nicht, ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie nicht akzeptiert. So, ich weiß nicht, ob ich mich da von der Gesellschaft so drücken lasse, aber ich habe immer das Gefühl so, also sowas, auch wenn ich es immer höre, wie manche das machen halt oder hier und da einen One-Night-Stand haben, und so völlig, ich fühle mich schuldig irgendwie auch. Ja, das ist natürlich eine moralische Sache, die immer noch so in den Köpfen drin hängt, wo immer auch her. Richtig. Aber das ist doch komplett. Weil ich eigentlich eine sehr sexuelle Frau bin. Also ich meine, auch wenn man einen schon einen Arzt mal konfrontiert und sagt, oder wie er mit den Medikamenten beschreibt, sag ich, das stört meine Libido, dann gucken sie einen an und belächeln einen, das ist überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert und einerseits, andererseits werden wir zugeknallt durch Fernsehen und Werbung und Filme mit Sexualität und schnellem Sex und viel Sex. Das stimmt schon. Andererseits ist es dann irgendwie alles doch wieder verspannt und verklemmt. Ach, kümmere dich nicht drum, Elke. Genieß es wirklich. Ich finde das nicht, wenn du Lust auf Sex hast, finde ich das richtig gut, wenn du dir einen geilen Typ holst und eine geile Nacht verlebst mit dir. Das wäre richtig geil. Ja, das wäre richtig geil. Ist das nicht das Bild, sei mal ehrlich? Denken nicht ein Großteil der Menschen darüber, wenn bei Frauen sowas ist, und dass man direkt als Schlampe gilt, die irgendwie... von jedem zu kriegen ist und dann ist man ich bin 35, ich möchte natürlich immer noch den potenziellen, vielleicht manches Leben zu finden, Das mögen vielleicht manche Leute denken, aber raucht deren Meinung durch die Pfeife. Die denken das bei Typen nicht. Über was reden wir? Wo leben wir? Wir leben 2005. Dann bist du halt, dann sagst du, hallo, ich bin Elke die Schlampe. Also Nein. Nein, Mann, genieß es. Hinterher ärgerst du dich, wenn du alt bist und dann denkst du vielleicht, Mann, hätte ich das so damals mal gemacht und was habe ich mich da geziert und so ein Quatsch alles. Und Du bist wahrscheinlich einfach mal frei zu sein und ich möchte mir vor allem was mal nehmen, was ich haben möchte, und nicht mit aller Konsequenz und zu sagen, und ich bin jetzt eine gute Freundin für dich oder sonst irgendwas, sondern einfach zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme mir das heute. Du bist wahrscheinlich auch eine Frau, die viel masturbiert. Ja. Ja, siehst du. Das ist auch schon Beweis, dass da viel Aktivität ist und viel Lust einfach da. Wie wäre es denn, wenn wir beide einfach jetzt vereinbaren, jetzt am Wochenende gehst du schön auf die Rolle? Mit dem Vorhaben, heute schlepp ich mir einen geilen Typ.
Das ist ja was. Das wäre was. Das wäre was ganz anderes. Gehst du oft raus noch? Machst du das? Oder mit Freunden? Nein. Nee. Aktuell nicht mehr. Im Moment habe ich jemand, mit dem ich rausgehen könnte. Eine ganz nette Frau, die auch so drauf ist. Die auch so drauf ist? Ja, im Moment habe ich gerade neu kennengelernt. Ja. Perfekt. Na, im Team ist das noch viel, viel angenehmer. Weil da kann man sich gemeinsam die Jungs angucken. Was hat der für einen Hintern? Wie guckt der? Und was hat der für Augen? Das ist auch noch viel, macht viel mehr Spaß, als wenn man alleine irgendwie so an der Bar Ja, ja. Ich hätte das tatsächlich jemand, ja. Und die ist auch solo? Die ist im Moment auf. Ach, mein Tod. Ja, die ist auch Solo, Die ist auch Solo und würde auch gerne auf die Jagd gehen. Ja, die hat auch im Moment so eine schlechte Beziehung hinter sich und. Was willst du mehr? Ihr beiden Mädels brezelt euch richtig auf am Wochenende und dann raus. Ne? Ja, wenn es dann schief geht, rufe ich dich dann wieder. So, genau. Und wenn es dieses Wochenende schief geht, dann klappt es das nächste Wochenende oder so. Ja, hauptsächlich für mich halt nicht schlecht dabei. Ja. Nein, ja. Aber ich habe jetzt dann okay. Ja, absolut. Absolution, mach es, bitte. Ja, sag's all den Männern dieser Welt. Wir sind nicht die letzten Schlampen, nur weil wir auch Sex haben wollen. Liebe Elke, die Sendung ist gleich rum. Alles ja, Gute und alles klar. Viel Glück. Ich wünsche noch alles Gute. Dankeschön, toll, toll, toll. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Johanna Knura. Morgen nochmal als Hinweis heißt unser Thema Der letzte Wille. Ich möchte mich mit euch über Testamente unterhalten, Erbschaften und so weiter, über den letzten Willen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, schafft schön, bis dann, tschüss.